Hallo Leute, willkommen zurück zu I Wanna Be The Guy und ja, wir haben wieder, ich habe wieder Unterstützung dabei. Hallo, ich bin auch mal wieder dabei und das wird ein unterhaltender Beginn mit einigem Blut. Oh ja. Na, es sollte klar sein, was man hier machen muss. Runterspringen, hochspringen, runterspringen und rechts springen, links springen. Möglichst ohne einen Blutfeuerwerk. Ah. Werden sich viele von euch fragen, die das Spiel noch nicht kennen, naja, warum nimmt er den Doppelsprung nicht gleich? Aber das werdet ihr sehen, wenn er zum ersten Mal uns gezeigt. Das hat ganz zu Anfang gezeigt. So. Die Leute haben zwar kein Gedächtnis, also wissen sie trotzdem nicht, wovon ich rede, aber. Na dann. Könnte man sich den Doppelsprung einzahlen, dann wäre es viel einfacher. Ja, weil man den Sprung so schön rausnehmen kann. Und wieso ist die Schleife eigentlich immer verrutscht, wenn man da runterspringt? Naja, es sieht so aus, als wäre die Schleife mit einer Schnur am Kit befestigt. Und jedes Mal, wenn man hochfährt, hat er das Ding in den Augen. Das kann auch nichts werden. Ja, deswegen habe ich dir gesagt, spiel nicht am Normalmodus. Das ist zu einfach. Dann kommt dir die Schleife, stört dich und dann kannst du auch nicht mehr richtig springen. Das ist eindeutig so. So, gerade immer einen Sprung weiter geschafft. Ja, die Stille ist auch so ein bisschen. Wann schafft man es endlich? Sie ist nicht besonders schwer im Sinne von, was man auswendig oder den Trick rausfinden irgendwie. Sondern wann hat man genau das Timing drin, dass man rechts, links, rechts da durchkommt. Das ist auch so eine der Stellen, die viele Anfänger zum Verzweifeln bringt. aber auch Profis haben da die Probleme. Wenn man probiert, einen 0-mal Sterben-Run zu ziehen, ist das sicher eine der schwierigsten Stellen. Wie viele Runs hast du da schon versaut? 2 oder 3. Und macht man dann so eine Stelle möglichst schnell oder geht man trotzdem erst zu Bowser? Also, ich persönlich mache Mother Brain meistens als letzten Boss. Du hast jetzt gespoilert, wo wir hingehen. Ja, ich denke mal, das werden die meisten wissen. Nein, also ich weiß, dass genug es nicht wissen. Ja, okay, dann machen wir einen Piepton rein. Nein, das ist viel zu viel Arbeit. Du bist schuld. Nein! Und du musst jetzt jedem, der sich gespoilert fühlt, irgendwie 5 Euro oder so überweisen. Habe ich gerade festgelegt. Zu spät, das hättest du vorher festlegen müssen. Hallo, ich bin hier der Gott. Ich kann das auch nachher. Mein Let's Play, meine Tode, meine Regeln. Mit deiner Tode, da ist schon was dran, aber das mit den Regeln, das müssen wir nochmal überarbeiten. So geht das nicht. Wenn mir noch solche dämlichen Tode dazwischen kommen. Wenn die Formel Tode ist Gott. Gleich Regeln ist, dann haben wir ein Problem, weil dann sind deine Regeln schon so viele, dass du sie selber nicht mehr auswendig kannst. Och, da passt gut, dass ich Deutscher bin. Mit vielen Regeln kennen wir uns aus. Da drauf gesprungen. Das ist mal ein schöner Fail. Und runter. Und zu früh. Gut. Und noch auf ein neues Haar. Wiederholende Stellen sind so schön zu kommentieren. Ja, es fällt einem ja so viel ein. Es ist unglaublich. Ja, du bist total nutzlos als Co-Kommentator. Ja, das Problem ist, wenn man alles zu einem Bereich von einer Stelle gesagt hat, was soll man dann noch sagen?
Neues zu einer Stelle. Neues zur gleichen Stelle, obwohl es nichts Neues mehr gibt, außer Schwachsinn. Ja. Sehr gute Einstellung. Überleg dir mehr. Das ist immer so. Keine Ahnung, das ging so die Einstellung wie von den Bossen bei der Arbeit. Mach mehr als du kannst. Das ist das Ziel. Zum Beispiel, erheiter uns mit dem Spiel, woraus die Hintergründe sind. Oder genau woher sie sind. Oder finde raus, wo die Musik gerade herkommt. Oder Die Musik, das weiß ich, das ist von Mega Man. Ja, das soweit weiß ich auch. Welches Mega Man? Alle Mega Mans. Es gibt ja 13, ja. 15, 20, 30, 40 Mega Mans. Ja, ich habe zwar noch keins gespielt, aber ich habe schon einige Videos davon gesehen. Und das extrem cool finde ich Airman. Das ist wirklich, die Stage ist sehr schön gemacht. Und auch die der Parody-Song, den finde ich auch sehr klasse. Früher auf dem Gameboy fand ich Mega Man immer viel zu schwer. Also als ich ganz noch klein war. Ja, als ich klein war, fand ich einige Spiele zu schwer. Ich weiß nicht, ob du vorhast, Nintendo 64 Spiele zu Let's Playen. Vorerst ja nicht. Auf jeden Fall fand ich Banjo-Kazooie relativ schwierig, wie ich noch ein paar Jahre alt war. Ich hatte als auf dem Gameboy sogar dieses ominöse Battletoads, was auch als einen ganz schweren Ruf hatte. Natürlich war es auch schwer, aber meine Herren. Vor allem mit auswendig lernen, komischen Rennen über Hindernisse. Das war ein merkwürdiges Spiel. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das... Vielleicht habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gefunden. Lol. Ich weiß nicht, ob das Gesetz gegen irgendeinen Paragraph geht, aber wir sollten vielleicht mal ein kleines Kind einfach eine BGI spielen lassen. Joho, das wird's bringen, wenn es nicht über den ersten Screen hinausgeht. Naja, erster Screen wird schon irgendwann werden. Kommt drauf an, wenn wir ein Japsenkind nehmen, dann spielt das Spiel wahrscheinlich genauso schnell durch wie du mit 4 oder so. Japaner sind auch unfair. Ja, stimmt eigentlich. Einige Leute meinten, ich muss irgendwas von Japanern abstammen, weil es ist nicht normal, wie ich manche Spiele spiele. Da frage ich mich wirklich, stamme ich von den Japanern ab? Japaner sind auch crazy. Komm, ich will zumindest einmal jetzt in den unteren Raum kommen. Damit die Leute noch mehr zu lachen haben, wenn du da unten unnötigerweise abkratzt. Nee, damit ich im Notfall auch irgendwann anfangen könnte zu cutten, aber einmal sollte ich diesen Raum vielleicht vorher schaffen. Ja, zu früh. Naja, man sieht da, was man machen muss. Jetzt nochmal deutlich. Ganz weit unten erst ein Doppelsprung. Und zwar sobald man unter der Kante ist. Unter der Kante, also wo es ein wenig breiter wird, dann darf man einen Doppelsprung setzen, damit man weit genug nach rechts kommt und dann kommt man auch schön brav in die Lücke hinein. Auf jeden Fall nicht einfach. Der Sprung selber ist nicht schwierig. Das Problem ist nur, man freut sich, dass man den ersten Teil, den eindeutig schweren Teil, geschafft hat. Und dann will man auf keinen Fall failen und dann drückt man im Prinzip fast automatisch zu früh. Und man kann es halt nicht so richtig gut trainieren, weil man immer viel zu früh wieder eingelenkt sehr lange Zeiten zwischen den einzelnen Versuchen hat. Ich meine, dann schafft man es einmal, dann hat man wieder 20 Versuche hier oben oder 50 oder was auch immer. Bevor man dann irgendwann mal wieder den Sprung versuchen darf. Falls es genauso verrückte Leute wie mich da draußen gibt und nur zusehen, die das Spiel auf Very Hard oder sogar Impossible probieren wollen, ich empfehle euch, das entweder als erstes oder als letztes zu machen. Wäre es beim als letztes nicht so, noch viel ärgerlicher?
Ja, schon, aber meistens ist man dann schon so, naja, wie soll ich das sagen? Auf Drogen stimmt nicht ganz, aber so konzentriert, dass einem das egal ist. Also man stirbt dann fast nicht, wenn man es am Ende macht. Und wenn man es am Anfang macht, hat man schon hinter einem. Das ist auch wieder ein Vorteil. Also entweder würde ich empfehlen, zuerst die linke Route zu nehmen, die ja schon im Let's Play gezeigt wurde. Oder dann Linke Route meinst du? Ach so, dort im Startraum links. Tetris-Raum. Ja, Tetris-Raum. Und dann gleich daher. Oder das eben ganz am Ende machen. Da würde ich dann empfehlen, zuerst die obere Route zu nehmen. Ja, jetzt ist uns ja doch noch einiges eingefallen, aber jetzt wird schon wieder der Text knapp und du bist noch immer nicht durch. Muss dir mehr einfallen. Da musst Nutzlos. Nein, du musst besser spielen. Ich darf das hier versagen. Darum geht es in diesem ganzen Let's Play. Es geht schon, ja, schon klar, dass es zum Teil ums Versagen und ums Aufregen geht, aber trotzdem musste ich auch ein klein Worum wenig geht's denn sonst zusammenreißen. noch? Naja, dass die Let's Story? Play, dass, ja, Story zum Teil auch, aber dass die Leute vielleicht mal angeregt werden, selber ein Let's Play zu machen. Und wenn du die ganze Zeit failst, denken sie, das ist viel zu schwierig und dann probieren sie es gar Du nicht mehr. glaubst, irgendwer wird durch einen I wanna be the guy Let's Play dazu angeregt, einen I wanna be the guy Let's Play zu machen. Holy Ja, shit. das gab es wirklich schon. Ich würde eigentlich auch ein Let's Play zu machen, nur das wäre langweilig. Weil man würde die Fallen, zum Teil die Fallen gar nicht bemerken. Und zum anderen hätte das wahrscheinlich nur 5 Parts oder so. Naja, aber nur der Schwanz in. Wo, was war das? Sehen eigentlich immer recht cool aus. Ja, aber das gibt's leider schon. Aber oftmals nicht mit Kommentar. Also eins habe ich gesehen, da war es unkommentiert. Ich habe Knapp. eins japanisch kommentiert gesehen. Wow. Damit ist der gesamte Weltmarkt für kommentierte Null Death Runs ausgefüllt. Mit einer Ja. japanischen Kommentarversion. Naja, ich verstehe es ja. Und außerdem, es gibt noch viel, viel mehr Let's Plays, wo die Leute nicht, also ganz oft sterben und es kommentiert ist. Und das in tausend Sprachen. Wieso kannst du Japanisch? Mir war mal langweilig in der Schule und da habe ich Mal ja. eben Japanisch, ist klar. Und dann habe ich eben mal Japanisch ein bisschen gelernt. Mit Sprechen habe ich noch große Probleme, aber mittlerweile verstehe ich sogar schon und kann es nicht nur lesen und Guck, schreiben. dann könntest du uns doch jetzt mal eine Minute lang auf Japanisch kommentieren. Dann haben wir wieder Abwechslung. Hast du gerade nicht zugehört? Das ist mir doch egal. Mach! Japanisch sprechen habe ich ein Riesenproblem, das kann ich nicht richtig. Ah, Aber ich kann. irgendwie hast du die Verständnis, dass du hier eine Wahl hättest. Für mich bist du so wie ein. Shit, zu spät. Bist du wie so ein Tanzbär. Und der in der Manege rumläuft und ein Hütchen aufhat, auf dem Ball rumsteht und tanzt. Also, und wenn man da sagt tanzt, dann brüllt der vielleicht, aber er soll tanzen. Also sprich. Ich kann nicht richtig Japanisch sprechen. Ich kann relativ gut lesen und schreiben, aber reden habe ich so ein Problemchen. Ich habe es ja zum Teil früher nie verstanden, wenn die was gesagt haben. Das geht jetzt schon halbwegs. Ich verstehe heute noch kein Wort von dem, was sie sagen. Ich bin noch Ja, kein Japaner. wahrscheinlich hast du auch nie Japanisch gelernt. Das ist wohl wahr. Und dieses Buchstaben Japanisch verstehe ich auch nicht. Ist mir auch ein Rätsel, wie man so viele Arten von Japanisch lernen kann. Dann sag uns doch mal, diese Stacheln sind so tödlich. Irgendwas, komm. Das klingt sicher, es ist erstens mal total falsch, aber Als ob das naja. irgendwer von irgendwer kontrollieren könnte. Naja, ich könnte schreiben, du könntest es dann einblenden, aber. Das wäre langweilig. Ich weiß. Wie gesagt, ich habe Probleme, ich kann nicht Japanisch sprechen. Das ist mir zu anstrengend, dass ich das auch noch lerne. Was ein mieser Tanzbär. Danke. Aber ich kann spielen wie ein Japaner und Shit. das muss man auch mal können.
als du Kaiser Mario 64 abgesagt hast, also fürs Erste, habe ich mir gedacht, naja, da brauche ich dich mit Iwonder Wheelie Guy gar nicht erst fragen. Jetzt let's play du es weg. Das habe ich doch von vornherein ausgeschlossen, weil ich das spiele. Ich habe da dir auch direkt gesagt, brauch dir gar nicht erst vorschlagen. Und das hier kam ja auch nur, weil ich so einen anderen Average Gamer gesehen habe, der es gerade spielt und dabei sehr lustig ausrastet. Er hat auch eine Webcam aufgestellt, das sieht dann immer noch sehr schön aus. Wobei er auch ein bisschen mehr Akku ist als ich. Ja, also, du bist jetzt nicht so der Akku-Typ, aber es ist lustig, wenn du dich aufregst. Deswegen hätte ich ja gerne Kaiser Mario 64 von dir. Ich würd dir auch als Hilfe beistehen. So viel Hilfe wie hier? Way! Nein, das Spiel kenne ich wirklich gut. Und da ist und es das ja das hier nicht? Ja, das schon. Das ist so eine andere Sache. Das ist einfach, das läuft für mich schon automatisch. Ich habe nicht mehr das Problem mit irgendwelchen Fallen, die für mich existieren. Die Fallen fast nicht, weil das alles automatisch schon geht. Ich fail, wenn ich es nicht schaffe, liegt es einfach nur an einem Konzentrationsfehler. Oder an einem Lag. Hey, Lags und Frame-Einbrüche sind schon meine Ausrede. Die darfst du nicht aufbunkern. Ja, aber das Problem ist, es ist die beste Ausrede, die kann man immer bringen. Nein, du bist einfach schlecht. Ja, das bei mir ist es nur der Lag, weswegen ich hier faile. Das ist der Unterschied zwischen uns. Es ist der Lag, dass du 1800 Mal gestorben bist oder wahrscheinlich sogar schon öfters. Und bei mir ist der Lag schuld, dass ich in 10 Runs 20 Mal sterbe. Nein, der Skill ist bei dir schuld. Okay. Kommt denn hier nach? Wenigstens ein schöner Raum? Kennst du den Raum mit den Blöcken schon? Ich kenne alle Räume. Ich habe einen kompletten Playthrough gesehen, aber ich kann mich nicht mehr direkt dran erinnern, was genau kam. Dann kam der Raum, wo du mal, wo im Grunde genommen zuerst nichts siehst. Also da, wo die Stacheln und nichts ist. Und du dann die Blöcke finden musst. Ja. So viel spoilern will ich auch nicht. Ich probiere es so zum Schreiben, dass sich keiner richtig auskennt. Außer die Leute, was das Spiel kennen. Hast du auf die Uhr geguckt, wie lange wir schon aufnehmen? Das werden jetzt so circa 15 Minuten sein. Gut, dann mache ich hier erstmal ein bisschen offscreen weiter und ich denke mal, man sieht sich unten oder ja, vielleicht schneide ich auch einfach, nehme trotzdem weiter auf und schneide den Rest dazu. Aber ja, man sieht sich gleich, wenn ich unten bin oder während des Flugs oder. Mal gucken. Bis denn. So, ich hatte leider nicht aufgenommen. Es hat ungefähr... zweiter Versuch oder dritter Versuch? Welcher war es? Ich habe jetzt gerade hingesehen, wie du die Aufnahme durchgeschaltet hast. Und what? Du stehst da unten? Ist das dein Ernst? Zweiter Versuch, glaube ich. Ich bin einmal noch gestorben und dann direkt da durch. Das finde ich so cool. Ja, dieser Raum gibt es beim nächsten Mal. Denke ich. Ja, denke ich mal. Macht's gut.